Die Wirtschaftskammer Kärnten hat diese Wirtschaftsmission hier nach Argentinien, Uruguay und Brasilien organisiert und wir sind sehr, sehr froh, dass wir fast 20 Unternehmen auf diese Reise mitnehmen konnten. Lateinamerika ist für uns als Europäer, als Österreicher ein sehr, sehr wichtiger Markt, wo wir mit unserem hervorragenden exportierenden Betrieben natürlich auch Fuß fassen könnten. Die Vorbereitungen beginnen Monate im Vorhinein mit der Auswahl der Märkte, der Auswahl der Zielbranchen. Die Unternehmer werden dann auch identifiziert, eingeladen, sich mit einem ganz konkreten Geschäfts- und Firmenprofil anzumelden, damit wir auch hier die konkreten Gesprächspartner, Geschäftspartner, Vertriebspartner finden können. Was hier stattfindet, ist dann wirklich das persönliche Kennenlernen. Funkt es mehr oder weniger im geschäftlichen Bereich oder nicht? Und wenn ja, wie können wir das dann im Nachhinein effektiv weiter bearbeiten? Wir sind jetzt hier in Buenos Aires. Der Marktüberblick, die Informationen laufen gerade und in einer Stunde beginnen dann auch die B2B-Gespräche. Und dementsprechend versuchen wir hier im ersten Land hier die ersten Schritte zu setzen. Am Plan steht jetzt ein Besuch bei der Branchenkammer hier in Argentinien. Es gibt eine eigene Branchenkammer für erneuerbare Energie, die also jetzt das ganze Spektrum abdeckt. Das Ziel ist es, Informationen zu bekommen, inwieweit jetzt Strukturen hier in Argentinien bestehen, die eine Nachfrage eventuell auch nach unseren Produkten bringen und wo es dann gerechtfertigt ist, diesen Markt zu bearbeiten. Wir beschäftigen uns mit dem Handel von Schnittholz und mit Holzpellets. Meine grundlegenden Ziele und Erwartungen sind es, hier von der Branchenkammer für erneuerbare Energie zu erfahren, wie der grundlegende Pelletsmarkt aufgebaut ist und ob es in Zukunft eine Möglichkeit gibt, hier am Markt aktiv zu werden. War ausgezeichneter Termin hier in der Kammer für erneuerbare Energie. Argentinien wird von 25 Megawatt auf 10 Gigawatt installierte Leistung erneuerbarer Energie kommen. Und das ist eine Riesenchance für europäische, in dem Fall österreichische oder Kärntner Unternehmen, hier auch aktiv zu werden.